Mega reich zu sein ist nicht leicht. Diese Diamantschuhe sind ein Albtraum. Es tut weh. Hilfe! Ashleys treue Diener werden ihr jeden Wunsch erfüllen. Danke, Jungs. Ich will zur Schule. Goldkonfetti? Das ist total out. Die reiche Mia kennt einen anderen Weg. Sie fährt zur Schule in ihrem eigenen Auto. Ich werde heute damit fahren. Beeil dich. Wir sind spät dran. Wow, cool. Die arme Kim geht normalerweise zu Fuß zur Schule. Aber heute war ihr Glückstag. Ob das wohl für ein cooles Fahrrad reicht? Das reicht nicht. Aber da ist auch etwas für dich dabei. Was sagst du? Ein Auto aus Pappe? Aber Kim mag es. Wenn kein Geld da ist, wird das auch funktionieren. Jeden Morgen dasselbe. Schon wieder Schule. Wie nervig. Oh, interessant. Ich darf die Party am Morgen nicht verpassen. Aber was ist mit dem Unterricht? Mia hat schon eine Lösung. Sicherheitsdienst, komm her. Ich gehe auf die Party und du gehst an meiner Stelle zur Schule. Mia, das geht nicht. Doch, klar geht das. Der Sicherheitsdienst tut alles für sie. Und die verdeckte Operation beginnt. Hoffentlich merkt der Lehrer nichts. Setz dich, Mia. Öffne dein Schulbuch. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Aber man kann Mr. Thomas nichts vormachen. Mia, bist du sicher, dass du es bist? Natürlich, Mr. Thomas. Naja, ich weiß nicht. Ich brauche Mias Schuhe. Beweise es. Hier, sehen Sie? Oh, stimmt. Du bist Mia. Wahrscheinlich hat sie nur nicht genug geschlafen. Und die megareiche Ashley ist eine Schlafmütze. Ihre Träume waren heute so schön. Oh nein, ich habe verschlafen. Kommt her, alle, sofort. Das Hausmädchen hat sich um alles gekümmert. Jetzt muss ich mich nur noch anziehen. Aber für das Frühstück bleibt keine Zeit. Die Schule wartet. Ashley wird einen Teleporter benutzen. Der bringt sie ganz schnell in die Klasse. Hi, Mr. Thomas. Ashley, das geht zu weit. Setz dich hin. Mr. Thomas hat heute schlechte Laune. Rutsch rüber, das ist mein Platz. Diese reichen Leute haben keine Manieren. Kim ist spät dran. Der Unterricht fängt gleich an. Ich weiß, die Kanalisation. Unter der Erde geht es viel schneller. Los geht's. Ich bin bereit. Und es wird eine lustige Reise werden. Ich darf nur meine Haltestelle nicht verpassen. Ich muss aufsteigen. Oh nein, Kim ist da gelandet, wo sie angefangen hat. Die Kanalisation hat sie heute im Stich gelassen. Kim ist da. Mr. Thomas, tut mir leid. Ich hab's noch geschafft. Jetzt kann ich lernen. Was stinkt denn hier so? Oh klar, die Reise durch die Kanalisation hat Spuren hinterlassen. Raus aus meiner Klasse. Ich muss heute auf dem Hof lernen. Miss Stinky, geht's dir gut? What? Fang! Das ist nicht fair. Ich bin doch nur zu spät gekommen. Der Sportunterricht beginnt. Wärmt euch alle auf. Aber die Reichen haben ihr eigenes Aufwärmtraining. Auf den Liegestühlen. Ja, ja, wir machen ja schon. Na los! Oh, das ist ein schlechter Zeitpunkt für Sport. Ich will mich lieber sonnen. Ashley, sieh mal, was ich hab. Netter Versuch. Mein Reflektor ist teurer als deiner. Oh oh. Reißt euch zusammen. Wir brauchen noch einen Moment. Deal? Okay, ruht euch aus. Und Kim hat heute so viel Energie. Wer will Football spielen? Mädels, los, steht auf. Ich will nicht alleine spielen. Geh weg. Ich will mich sonnen. Na schön. Ich kann das Spielen vergessen. Niemand will Football spielen. Hat jemand Football gesagt? Das gibt's doch nicht. Wie cool. Dieser Typ mag die gleiche Mannschaft wie ich. Wir sind die Champions. Er kann ja mit mir spielen. Lass uns auf das Feld gehen. Endlich eine richtige Sportstunde. Entschuldigung,
Hey, wer bist du denn? Wie frech. Das ist eine reiche Gegend und arme Leute haben hier nichts zu suchen. Oh, es reicht. Los, komm. Lauf. Oh, es ist schön bequem. Und kostenlose Drinks. Was könnte besser sein? Ich setz mich auch hin, Kumpel. Das Spiel war genial. Es ist Elterntag in der Schule. Wer kommt zuerst nach vorne? Ashley, na los. Okay, Mr. Thomas. Ihre Technik wird jede Stunde retten. Das ist mein Dad. Er ist stinkreich. Er kann sich die ganze Welt leisten. Wow, unglaublich. Darf ich Selfies mit dem reichsten Mann der Welt machen? Nein, das ist nicht erlaubt. Ach ja? Dann gibt's eine 6. Nächster. Die reiche Familie ist voller Berühmtheiten. Und Mias Mom ist ein echter Star. Ist das deine Mom? Du kriegst eine 2. Nächster. Kim wird uns gleich eine richtig enge Familie zeigen. Mein Dad ist der Talentierteste. Er ist auf der ganzen Welt bekannt. Kim, warte. Das ist unser Hausmeister. Lügnerin. Kim wurde erwischt. Die ganze Schule soll das sehen. Da kommt ihr, Dad. Kim, du bist so kreativ. Das ist meine Tochter. Oh ja, das ist mein Dad. Und er ist der Beste der Welt. Oh, ist das süß. Sie sind eine echte Familie. Du kriegst eine 1. Sie kriegt eine 1? Kim hatte nur Glück. Ashley und Mia sind heute Konkurrenten. Wer wird das Casting gewinnen? Das werden wir ja sehen. Ja, die Jury hat sich entschieden, oder? Und die Gewinnerin ist Mia oder Ashley? Ich kann mich nicht entscheiden. Wir wissen, wer besser ist. Gutes Argument. Ich habe etwas Besseres. Gold ist schöner als Papier. Die Entscheidung steht fest. Du wirst in einem Werbespot zu sehen sein. Und das ist dein Drehbuch. Ich muss los. Meine Fans müssen die gute Nachricht erfahren. Das wird nichts. Mia hat bereits einen hinterhältigen Plan im Kopf. Ashley wird die Smartphone-Werbung nicht machen. Sie wird für eine Pickelcreme werben. Los geht's. Fertig. Viel Glück. Ich bin hier. Wo ist mein Smartphone? Welches Smartphone? Stell dir vor, du hast schreckliche Pickel. Da stimmt etwas nicht mit dem Regisseur. Aber sie macht einfach mit. Und das Ergebnis wird die ganze Schule beeindrucken. Lass mich durch. Oh nein. Ashley wurde getäuscht. Weg da. Das darf keiner sehen. Komm schon. Ist doch nicht so schlimm. Mädels, hi. Ashley, deine Creme ist genial. Das ist zu viel. Arme Leute benutzen diese Creme. Mein Leben ist vorbei. Was ist denn mit dir los? Ich wollte ihr nicht wehtun. Oh, ein großes Ereignis. Die Misswahl wird angekündigt. Und wenn ich gewinne? Dann wird Kim das beliebteste Mädchen der Schule sein. Was macht sie da? Keine Ahnung. Weg da! Nein, da gibt es nichts Interessantes. Wow, ein Wettbewerb. Wir müssen nur unseren Namen auf die Liste setzen. Ich zuerst. Nein. Sie nerven schon wieder. Aber das ist gut für Kim. Sie hat noch Zeit, ihren Namen zu schreiben. Ihr seid zu spät. Mia, sie hat uns reingelegt. Sie hat nicht einmal einen Marker hinterlassen. Wollt ihr einen Stift haben? Hier, ich bin heute mal nett. Die Vorbereitungen für den Wettbewerb beginnen. Wir müssen die besten Kleider aussuchen. Aber die hier reichen nicht aus. Zu billig. Kim ist auch hier. Und jetzt wird sie den Mädels eine Lektion erteilen. Sie muss nur noch in die Umkleide gehen. Und es kann losgehen. Die werden es noch bereuen. Hey Mädels, ihr braucht dieses alte Zeug nicht. Was machst du da? Ich bin der beste Stylist. Freut mich, euch kennenzulernen. Und ich habe etwas Besonderes nur für euch. Trashkleider sind trendy.
Ein Stylist weiß, was in ist. Ashley, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Die Rivalen sind ausgeschieden. Und es reicht für ein richtiges Kleid. Der Wettbewerb beginnt. Rutsch rüber, Ashley. Nein, rück du doch rüber, Mia. Müllsackkleider? Das ist echt kreativ. Etwas Neues aus der Modewelt. Stylisch, praktisch, ökologisch. Das hat es noch nie gegeben. Aber wir haben eine weitere Kandidatin. Und Kim strahlt. Das sieht schon eher nach einem Schönheitswettbewerb aus. Und es sind Gäste im Publikum. Das ist meine Tochter. Sie ist wunderschön. Hi, Dad. Und wir haben eine Gewinnerin. Kim. Das ist nicht fair. Das arme Mädchen kann nicht gewinnen. Ich freue mich so. Ich danke euch. Stopp. Ihr habt alle Müllsäcke aus der Schule gestohlen. Das geht nicht. Schämt ihr euch denn gar nicht? Ich werde mich beim Rektor beschweren. Glückwunsch. Man braucht kein Geld, um eine Königin zu sein.